Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Minecraft am diesem wunderbaren 23.12.2016 zu einem neuen Part. Ich war schon den Part für morgen, den werde ich wahrscheinlich irgendwo wieder in der Nacht aufnehmen, weil ich morgen ja immer noch arbeite. So, ich werde mich jetzt erstmal nicht um diesen verdammten Schnee kümmern, das würde sonst nur Ewigkeiten dauern, sondern da ich hier jetzt letztens ja ein bisschen aufgeräumt habe, ich gesagt habe, ich werde dieses Hotel missbrauchen für ein Lager. Könnt ihr euch natürlich denken, was ich erstmal mache. Genau. Das Hotel erstmal irgendwas abbauen. Und dafür brauche ich erstmal Platz im Inventar. Also etwas innen wenigstens abbauen und dann mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil ich werde definitiv Kisten von hier nach drüben schaffen müssen. So. 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 Und so. Whoops. Dann haben wir natürlich hier noch irgendwo. Ich packe das Ganze erstmal provisorisch hier hin. Und dann. Ich mache erstmal soweit ich was machen kann. Äxte habe ich natürlich ja, auch keine mehr im Inventar. Eigentlich müsste ich diese blöden Schaufeln auch noch loswerden hier. Ja, das F3 und H, ne? Genau. Ja, dann sieht man nämlich die Haltbarkeit hier auch. Ist fürs Let's Play vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, damit ist die eine Schaufel weg. Eigentlich mache ich das jetzt gerade nur, um die Schaufel loszuwerden. Oh Gott. Ich weiß, ihr könnt gerade vielleicht wenig hören, weil die Schafe so laut sind. Ich kann mich nämlich auch kaum hören. Ich will jetzt gerade aber eigentlich nur die Schaufel zerstören. Gut, dass ich die Blöcke wenigstens zu. Hoppala. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo man einfach nur das Werkzeug wegwerfen brauchte. Da gab es noch sowas wie Verzauberung nicht und alles. War irgendwie so ein Bug. Dann konntest du einfach zum Beispiel die Schaufel wegwerfen. Und wieder aufheben, ne, hier so wupp und wupp und dann war die wieder ganz. Was irgendwie total buggy war. Ich weiß gar nicht, ob es nur im Singleplayer oder ob es nur im Multiplayer oder im Singleplayer war. Dann kann ich mich jetzt gar nicht mehr so ganz erinnern, aber ich glaube, das war überall. So buggy war das. Okay. Dann sind wir das erstmal losgeworden. Den Plünder namens Schaufel. Wow. Dafür bleiben zwei Schneebälle übrig. Ah, aber dafür mache ich mir ganz bestimmt nicht noch eine neue Schaufel. So. Jetzt hier ist ein bisschen. Bäh. Da. Wie ich das nachher später ins Lager baue, weiß ich noch nicht. Aber ich werde das Hotel dafür missbrauchen. Moment, ich brauche.
Nochmal neue Schaufeln mitnehmen, Äxte mitnehmen. Das reicht definitiv nicht. Und dann kann ich auch gleich wieder schlafen. Wow. Wow. Erweiterte Schnellinfos sichtbar. Also wie gesagt, F3 und H, dann sieht man hier diese Anzeigen wie diese ID-Nummern und auch die ID-Namen sowie die Haltbarkeit hier und irgendwelche NBT-Tags. Kann manchmal ganz gut sein. Habe ich deshalb gerne immer mal an. Das sollte irgend so eine Fake-Rezeption sein, aber da ist ja nie einer. Wow. New. Wow, ist sogar noch ein Zaun. Gatter gewesen. Zauntor, ja, heißt es ja. Schwarzeichenholzzauntor. Hoppala. Um es ganz genau zu nehmen. Hier, das werde ich auch komplett anders machen. Dadurch, dass das hier natürlich hier kein Hotel mehr wird. In dem Sinne. Brauche ich das hier oben so auch nicht mehr. Bevor wir hier einen, ja, wow, volles Inventar bekommen, wollte ich schon sagen. Aber ich finde es gut, dass Minecraft sich so entwickelt hat, dass man wenigstens so ein paar Dinge noch mehr stecken kann, ja. Wenn es auch keine Schneebälle sind. So. Wobei Schilder, ich glaube, die konnte man früher wirklich nicht stecken, genauso wie Türen. Aber gehen immerhin jetzt zu 16. Hoppala. Ich glaube, die Taste hier konnte man irgendwie auch Screenshots machen. Ne? Nur im Chat, glaube ich. Ne. Ich dachte irgendwie buggy das Ganze, aber ne, doch nicht. Naja. Vielleicht bei einer älteren Version. Ist ja immer so, ne? Hat man irgendwelche älteren Versionen, ist alles buggy. Gar nicht mehr, wo ich alles hier reingeworfen habe. Da, das. Da, das. Nehme ich hier noch irgendwelche Schwarzeichendinger. Da und da. Das haben wir hier noch. Und das kommt irgendwie hier noch rein. Habala. Also heute drücke ich ganz schön oft auf Q statt auf W. Vielleicht sollte ich mal die Taste umlegen. So. Was ich übrigens gerne natürlich im Inventar habe, ist ein Ersatzbett. Ne, das ist klar. Und ein Kompass. Das ist für mich irgendwie unterwegs immer ganz gut, wenn keiner auf dem Server ist, wo ich gerade sah. Der war so schlecht. Gut. Jetzt kann ich es ja so machen. Das könnte ich auch so aufbauen, genau. Da braucht man nämlich hier oben auch keine Wolle. Die kann ich dann auch komplett mal abbauen. Dafür brauche ich aber erstmal eine Schere. Ich weiß, ich renne die ganze Zeit nur hin und her. Ja, guck mal, ich habe hier sogar noch zwei Scheren.
Können wir einmal so zusammenlegen. Dann haben wir eine etwas heilere Schere. Die hat dann sogar mehr Haltbarkeit, als wenn ich wirklich beide extra zählen würde. Weil das Spiel so schlau ist. Lol. Aber nämlich auch ein bisschen was an Höhe gewonnen. Wenn die Wolle hier nicht so nervt, ne? Und wir können definitiv mehr sortieren, weil wir hier drinnen auch viel mehr Platz haben als in dem anderen Haus. Die Treppe können wir sogar so lassen. Das funktioniert sogar noch ganz gut. Vielleicht die letzten beiden Stufen da abbauen. Dadurch, dass ich jetzt die Valley abbaue, passt es ja mit der Höhe nicht mehr. Aber sonst können wir es genauso lassen. Vielleicht brauche ich auch noch ein paar Fensterscheiben nach unten hin, damit es ein bisschen größer ist. Oder, weil wir ja oben Licht haben, ich baue die komplett ab, damit ich da auch noch Platz für Kisten habe. Ja, also die beiden hier hassen natürlich nicht. Dann brauche ich noch mal Schwarzeichenholz. Zwölf Stück, soweit ich es gerade gesehen habe. Muss ich auf der Seite nicht, weil ich jetzt auf die andere Seite gucken. Aber 12 Stück müssten es gewesen sein. Hm. 6, 7, 8, 9. So, müsste es passen. Hoppala. Genau, ne? Eins zu viel. So. Scheiß drauf. Und hey. Ich habe ja eh nur auf die Seite, auf der Seite Fenster gehabt, aus welchem Grund auch immer. Achso, weil da die Treppe war, aber hätte man ja trotzdem machen können. So. Passt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich hier das unten die Wolle auch nochmal austausche, aber das können wir, glaube ich, also lassen. Soll ich die Werkbank hier unten nämlich wegmachen? Und hier vielleicht so Treppen noch gegen auf die andere Seite, damit es ein bisschen besser aussieht. So ungefähr, ich kann es dir mal zeigen. So. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich nehme noch ein paar Treppen mit. Ich baue einfach nur ein bisschen rum hier heute. Eigentlich gar nicht mal was Sinnvolles, aber okay. Ich weiß übrigens, dass ich aktuell auch ohne Texture Pack spiele. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr das natürlich auch gerne reinschreiben, aber aktuell habe ich es lieber so. Es wird ja eh fürs kommende Jahr so ein bisschen was umgebaut noch, was an Projekten auch geht, wie wir das Ganze mit dem Plan machen. Weil ich sonst so Langzeitprojekte ein bisschen vernachlässige. Wenn ich das
auf meine alte Art und Weise gemacht habe. So, den Boden hier unten, ganz ehrlich, ich finde, der ist so dunkel. So mit diesem Rot. Ich tausche einmal die Wolle komplett aus gegen weiße. GG. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Okay. Mal gucken, ob das reicht. Reicht das? Oh Gott. Das wird eng. Ich glaube, ich muss schon mal ein bisschen Wolle platzieren. Wird es schon wieder dunkel? Oh Gott, es wird schon wieder dunkel. Es wird eigentlich in diesem Spiel nur dunkel. Vor allem, wenn man immer noch schläft. Weil ich habe ja definitiv auch einen Schwierigkeitsgrad habe ich eigentlich normal. Ja, normal. Ich habe es auch gelockt auf normal. Damit ich es gar nicht erst umstellen kann. Ja. Ob es so die beste Methode war, weiß ich nicht. Aber ich habe es gelockt auf normal. Und da ist die Schere kaputt. Nöt. Muss ich nochmal schnell eine machen? Also diese Kisten hier unten, die werden ja noch definitiv noch umziehen. Werkzeuge war halt auch irgendwo hier, war zum Beispiel ein Hoe drin, ne? Oh, diese Hoe. Ja, da sieht man sie übrigens nochmal, ne? Wie viel Haltbarkeit hatten die noch? 2! Krass. Ich glaube, dass das noch bei 0 mitzählt, also müsste es eigentlich 3 sein. Krass. Aber das können wir ja auch mal gucken später, wenn wir die nochmal brauchen. Und dann wird aus diesem Hotel wirklich mal ein Lager. Ich weiß nicht, ob ich sonst von der Architektur noch was umbaue. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so, das Haus. Total unnötig hier unten die Wolle zu haben. Weil die siehst du dann ja nicht, aber okay. Im Prinzip auch egal. Oh. Hier noch die Wolle hin platzieren, damit ich wieder neue aufsammeln kann. Und ich glaube, dann war es schon wieder fast mit dem Part. Na. Moment, ich kann ja eigentlich auch erstmal die beiden Türen hier hinsetzen. Weil dann kann ich das nämlich auch aufsammeln. So, und dann haben wir noch hier 64. Und damit ist auch gleich der Part vorbei.
So. Plötzliches Rausgehen aus Minecraft. Okay. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt Vorschläge, die man noch sonst machen kann, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und tschüss.